This 1944 training film focuses on the role of the Panzergrenadier platoon in attacking Soviet positions in cooperation with a tank destroyer formation. It permits a superb insight into German small unit tactics and offers clear images of late model SPWs and the only surviving film of the early Panzerjäger IVs. Erstes Bataillon befohlen Abschnitt übernommen. Zweites Bataillon abwehrbereit. Danke. Zu kurz. Ja, wir werden eine ganze Menge zu tun kriegen hier. Wir haben eine verflucht günstige Stellung hinter der Höhe. Auf mein Schütze. Sie stellen einen S-Zug, dazu den Funkwagen des Kompaniechefs zur Verbindung mit mir ab. Ein Zug Panzerjäger 4 und eine Flammgruppe sind bereits von mir verständigt. Die Eingreifreserve wird sofort ausgeschieden. Der befohlene SPW-Zug auf dem Marsch zum Bereitstellungsraum der Eingreifreserve. Fallen Sie langsam. Ich dachte, wir fahren geradeaus über die Richtung. Denken kannst du, aber richtig geht. Braucht ja nicht jeder gleich zu wissen, wo wir hergefahren kommen sind. Halt! Leutnant Frister, Führer der Panzerjäger 4. Anhältchen Neumann führt die Flammgruppe. Na Neumann, sind wir mal wieder zusammen, da wird schon klappen, was? Jawohl, Oberleutnant. Wir befinden uns an dieser Stelle. Mein Zug ist in diesem Raum bereitgestellt, die Flammgruppe hier. Einverstanden? Meine SPW sichern von hier aus. Wegner! Herr Oberleutnant! Sie übernehmen das Kommando und stellen den Zug nach dieser Skizze auf. Jawohl, Herr Oberleutnant. Ich gehe mit Leutnant Frister und Unteroffizier Neumann zur Einweisung zum Regimentskommandeur. Der Bereitstellungsraum der Eingreifreserve liegt 4 Kilometer hinter der Front in der Mitte des Regimentsabschnittes, also außerhalb der Reichweite der feindlichen Artillerie. Der Zugtruppführer weist den einzelnen SPW ihre Plätze an, stellt den Zug befehlsgemäß auf und greift überall da ein, wo Fehler gemacht werden. 50 Meter links! 100 Meter rechts! So ein Mist! Halten lassen! Halten lassen! Halten! Was ist los? Wo wollen Sie denn dahin? In Deckung fahren, Herr Befehl. Ja, Mensch, sehen Sie denn nicht, dass Sie Ihre eigene Tarnung über den Haufen fahren? Los, kommen Sie! Die Stelle ist richtig. Und so wird's gemacht. Die Tarnung der Fahrzeuge ist während des Marsches in der Sonne unbrauchbar geworden und muss durch neue, dem Unter- und Hintergrund angepasste, ersetzt werden. Ein reinlicher Mensch. Na, Mann, nicht so heftig. Aber von Spuren keine Spur, Herr Feldwebel. Und ihr verschwindet in den Wald. Kolb, kommen Sie mal her. Herr Feldwebel? Sehen Sie hier irgendwo einen Wagen? Merken Sie sich, Kolb. Lieber 10 Meter zu weit im Wald, als wie 1 Zentimeter zu weit draußen. Zurückstoßen lassen. Ihre Züge und die Flammgruppe sind Eingreifreserve unter Führung von Oberleutnant Kehl. Wir befinden uns auf der Höhe 375, Norden, in Richtung auf diese Birke. Lage. Der Feind greift mit Infanterie und Panzerkräften die hart umkämpfte Stellung des Regiments erneut an. Das Regiment verteidigt sich westlich Alexandrowka und Simonowitschi mit Front nach Nordwesten und hat den Auftrag, Feinddurchbruch an die Rollbahn
Sagoritsche, Kostelec zu verhindern. Der Feind hat an drei Stellen günstige Angriffsbedingungen, und zwar durch die Senke rechts, durch die Mulde in der Mitte bei 7. Kompanie und von dieser kahlen Höhe aus. Außerdem müssen wir mit Angriffen an den Trennungslinien unserer Nachbarn rechnen. Für alle drei Fälle und für die Einbrüche an den Grenzen des Regiments ist erstens zu erkunden die gedeckten Annäherungsmöglichkeiten, zweitens Verbindung aufzunehmen zu den Führern der vorne eingesetzten Kompanien, drittens zu überlegen die Kampfführung zur Bereinigung eines erfolgten Feindeinbruches. Verantwortlich dafür sind Sie, Merkel. Es ist jetzt 8.13 Uhr. Um 12 Uhr melden Sie mir Ihre Ergebnisse hier. Wiederhole. Erkundung, Verbindung aufnehmen, Kampfführung überlegen. Danke. Oberleutnant Kehl hat im Bereitstellungsraum der Eingreifreserve sofort den Erkundungstrupp zusammengestellt und gibt seine Befehle. Anfertigen einer Skizze nach Karte. Mitnahme von Leuchtpfeilen zur Wegemarkierung bei Nacht. Leutnant Frister hat seinen Vertreter Unteroffizier Heller mitgebracht. Während der Feldwebel Wegener den erkundeten Anmarschweg in der Skizze festzuhalten hat, ist der Obergefreite Peter als Melder mit der Markierung des erkundeten Weges im Gelände beauftragt. Das weiße Holz der angeschlagenen Bäume lässt auch auf weite Entfernung die Schneise erkennen. Bei Benutzung dieser Schneise als Annäherungsweg ist Wegeverbesserung notwendig. Entsprechende Befehle müssen vom Führer der Eingreifreserve rechtzeitig gegeben werden. Da, Peter, hast du auch eine. Ich glaube, die da drüben haben was gegen uns. Wegener! Herr Oberleutnant! Zeigen Sie mal die Skizze. Ich gehe mit Leutnant Frister zum Kompaniechef. Sie warten mit den anderen hier auf mich. Jawohl, Herr Oberleutnant. Wir warten. Alles hier umkommen! Donnerwetter! Ganzer Zug, zwei Gruppen feuern. Na, liegt das Feuer gut? Wollen Sie mal durchsehen, Herr Oberleutnant? Sagen Sie, wo ist denn Ihr Kompaniechef? Immer denselben Graben lang, etwa 100 Meter weiter, Herr Oberleutnant. Verbindungsaufnahme mit dem Chef der 6. Kompanie. Mehr als 400 Meter nicht herankommen. Aber er hält dauernd Verstärkung. Feindpanzer sind nicht wieder aufgetreten. Ja. Wenn Sie uns helfen müssen, was ich zwar nicht annehme, dann können Sie am besten vollkommen und durch dieses Waldstück gedeckt dem angreifenden Feind überraschend in die Flanke stoßen. Ausgezeichnet. Dabei können Sie mich mit Ihrem Panzerjäger durch Feuer vom Wald nördlich der Straße nach Simonowice unterstützen. Außerdem habe ich noch zwei SMG beiderseits des Teiches eingesetzt, die Mulde aus der Tiefe mit Ihrem Feuer beherrschen. Als Annäherungsweg empfehle ich nicht den von Ihnen begangenen, sondern hier. Kneipe. Dann vermeiden Sie den versumpften Graben. Danke Ihnen. Ich gehe jetzt mit meinem Erkundungstrupp gleich diesen Weg zurück, bis ich auf die Straße nach Simonowice stoße. Vor uns, etwa 800 Meter die HKL. Ihr Einsatz in dieser Richtung müsste von hier doch gut möglich sein. Jawohl, ich kann gedeckt entlang der Straße nach Simonowice schnell vorstoßen und durch diesen Waldstreifen überraschend wieder in die Stellung fahren. Von hier ist auch Feueröffnung auf günstigste Entfernung möglich. Da! Sehen Sie? Die Leuchtkugel. Sie erkennen also auch Richtungsschüsse auf hartnäckige Widerstandsmesser. Den Stoß kann ich auf jeden Fall flankieren führen. Neumann, Sie fahren jeweils gestaffelt auf Ihrer HKL abgewandten Seite. Jawohl, Herr Oberleutnant. Ich bitte, wenn ich Flamme um Unterstützung und Überwachung durch Panzergrenadiere... Selbstverständlich. Es ist bereits...